Ein herzliches Grüß Gott an alle Zuseher. Ich freue mich zu einem überaus spannenden Interview der Plattform Respekt hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Doris Peetzer und ich habe das Vergnügen, mit unserem heutigen Studiogast, dem Herrn Dr. Gerhard Weiland, dieses Interview zu führen. Grüß Sie Gott, Herr Doktor. Herr Dr. Weiland ist praktischer Arzt, Ganzheitsmediziner, Homöopath, Gesundheitscoach und auch Buchautor. Und er wird uns heute mit seinem unendlichen Erfahrungsschatz aus 37 Jahren Berufspraxis verwöhnen. Gehen wir gleich in medias res, Herr Doktor. Wie stehen Sie zum Thema Epidemien und Infektionskrankheiten? Wie schaut das aus Ihrer Sicht aus? Ja, zunächst mal danke für die Einladung. Alle sind immer froh, wenn wir keine Epidemien haben. Aber ich habe mehrere miterlebt und konnte feststellen, dass bei all diesen Infektionswellen, egal um welche Erreger es sich handelt, immer wieder die gleichen Gruppen von Menschen erkranken. Und das hat mir schon in den ersten Jahren sehr zu denken gegeben. Und diese Beobachtungen konnten auch in der letzten Epidemie jetzt bestätigt werden. Es sind primär Menschen, die unter einem chronischen Stress stehen. Stress haben und oft schon in eine Erschöpfung hineinschlittern und dadurch ihre körpereigene Abwehr chronisch geschwächt haben. Und das sind oft die Ersten, die wirklich an so einer Infektionswelle teilnehmen und dann auch erkranken. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die regelmäßig schwerer erkrankt als der Durchschnitt. Und die zweite Gruppe, das sind die Vorerkrankten, das sind die schon körperlich und durch Behandlungen geschwächten Menschen, die schwere Grunderkrankungen haben. Bei denen gibt es natürlich vermehrt Komplikationen. Aber was mich sehr erfreut als Arzt, dass es immer auch bei all diesen Epidemien oder Pandemien oder Infektionswellen eine glücklicherweise große Gruppe gibt, die gesund bleibt oder so schwache Symptome hat, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und das hat mich immer noch mehr interessiert. Was machen diese Leute anders? Was sind deren besondere Kennzeichen und Stärken? Okay. Das heißt, es ist nicht so, wie es uns ja oft vermittelt wird, weil wenn ich jetzt den Fernseher einschalte und mir Nachrichten anschaue, dann kriege ich eigentlich vermittelt, da draußen ist ein Killer-Virus unterwegs und wenn es mich erwischt, dann bin ich tot. Das ist es ja sichtlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie Sie das sagen, ist es das ja nicht, sondern es liegt ja am Individuum selbst, ob ich erkranke oder nicht. Also auch wenn in einer Familie zum Beispiel jetzt einer erkrankt, einer vielleicht leichte Symptome hat und der Rest der Familie ist gesund, das würde ja für das sprechen, was Sie gesagt haben, dass es hier besondere Gruppen gibt, die eben auch nicht erkranken. Und woran liegt das jetzt? Nun, es spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zunächst mal die Grundverfassung eines Menschen. Man muss das Immunsystem jetzt vereinfacht gesagt so vorstellen, es ist ja ein ganz kompliziertes System, wo mehrere Organe und Organsysteme beteiligt sind. Das heißt, wir können das Immunsystem eines Menschen nicht isoliert betrachten. Wie ist seine Fitness? Wie ist sein Stoffwechsel? Wie ist in weiterer Folge, und das spielt eine ganz große Rolle im Verständnis einer umfassenden Immunologie, wie ist seine Gesamtverfassung auch in seinem Gemüt? Fühlt er sich sicher? Fühlt er sich geborgen? Fühlt er sich wirklich ausgewogen in seinem Leben? Nimmt er am Leben richtig teil? All diese Punkte spielen eine ganz herausragende Rolle. In welchem sozialen Umfeld lebt ein Mensch? Wie ist seine Existenz abgesichert? Wie ist seine Partnerschaft, sein Familienleben? All diese Dinge beeinflussen unser Immunsystem. Auch natürlich, wie wir uns ernähren, wie fit wir sind, welche Kondition wir haben. Das alles hat ganz maßgeblichen Einfluss auf unsere Abwehr.
Ja, das ist ja irgendwie auch nichts Neues, weil wenn ich mir fällt da ein Mens sana in corpore sana oder gesunde Geist in gesunden Körper, haben die alten Römer schon gewusst. Ja. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wenn es hier eine Wechselwirkung ja sichtlich gibt und ich glaube, man kann sie auch nicht trennen, denn der Mensch ist ja eins, das ist ja Psyche, Seele, Körper, das ist ja eins, man kann es ja nicht wirklich auseinanderhalten. Und wenn es hier jetzt eine Wechselwirkung gibt, wo fange ich denn an? Also fange ich an meinem Geist zu arbeiten und am Glücklichsein jetzt im weitesten Sinne oder fange ich an zu arbeiten an meiner körperlichen Gesundheit oder beides oder wie? Ja, ich würde es vereinfacht mal so sagen. Jeder könnte sich mal fragen, wo stehe ich in meinem Leben? Und es geht um die gesamte Verfassung, um die gesamte energetische Verfassung, dass ich mir mal die Frage stelle, was tut mir gut und was schadet mir mehr? Und da ist jeder für sich aufgerufen, das genauer mal unter die Lupe zu nehmen. Und es macht durchaus Sinn, so in regelmäßigen Abständen selber mal so einen Check vorzunehmen. So, ich sage so eine Inventur. Ja. Habe ich genügend Schlaf? Habe ich genügend Freizeit? Nehme ich mir genügend Zeit für die wichtigen Dinge, die mir Energie geben? Und das kann ich ruhig auch mit Hilfe eines einfachen Notizbuches mir dann klarlegen und dann wirklich, wo möchte ich hin? Weil viele wissen genau, was ihnen gut tut und was ihnen schadet, halten sich aber zu wenig daran. Warum? Weil heute werden wir von vielen Seiten sehr, möchte ich sagen, einseitig beeinflusst von den Medien, von öffentlichen Stellen, auch derzeit von Regierungsleuten und sogenannten Fachleuten, werden wir immer gesagt, ja, da gibt es ein Virus, das uns bedroht und da wird eine Panikmache gemacht. Und in Wirklichkeit, ja, wir leben in einer Welt, wo wir ständig in einer Auseinandersetzung sind, in einer Auseinandersetzung mit allen möglichen Lebewesen, mit unseren Artgenossen, die können uns auch ganz schön Stress machen, aber natürlich auch mit Mikrolebewesen, die, wenn sie zu sehr vorhanden sind in unserem Organismus, uns stören und im schlimmsten Fall krank machen können. Das heißt, unser Immunsystem arbeitet ja in Wirklichkeit Tag und Nacht und will uns immer wieder befreien, sozusagen unseren Organismus Möglichkeit immer wieder ausmisten, freihalten von allen möglichen schädlichen Dingen und auch von schädlichen Lebewesen, wenn man so will. Jetzt ganz profan gesprochen. Okay. Naja, aber genau dieses Thema Stress, das ist ja ein allgegenwärtiges. Also jetzt natürlich, ich meine, Angst macht Stress und das, was sich in diesen Zeiten bei den Menschen auch in meinem Umfeld stark wahrnehme, ist Angst. Nämlich entweder ist es die Angst wirklich davor, an diesem Killer-Virus zu erkranken und dann zu sterben, oder aber auch die Angst einfach auch vor irgendwelchen Maßnahmen und Übergriffen seitens der Regierung. Das macht ja auch Stress. Dazu hat man dann unter Umständen auch noch den Stress jetzt, wie es bei vielen ist, die im Lockdown ihre Unternehmen, also Unternehmer, die ihr Geschäft zusperren müssen oder die halt jetzt teilweise auch in Kurzarbeit sind, Menschenangestellte oder auch die ihren Job verlieren oder verloren haben. Das macht ja auch Stress. Da kann man sich ja in Wahrheit nicht wirklich dagegen wehren. Oder wie kann man jetzt mit Stress umgehen, damit er möglichst wenig Schaden anrichtet? Das sind oft Faktoren, die von außen kommen. Sie haben den wichtigsten Punkt jetzt erwähnt. Tatsächlich, wenn wir uns fragen, was bedroht uns am meisten, unsere Gesundheit am meisten, dann ist es immer ein Stress, eine Art Stress. Und wenn wir die Angst erwähnen und die Panikmache, die jetzt seit Monaten so modern geworden ist, nicht nur bei uns, auf der ganzen Welt, dann ist das ein Megastress. Und wir müssen wissen, dass wenn der Organismus unter einem Dauerstress steht, funktioniert in unserem Körper nichts mehr so, wie es funktionieren sollte. Die Verdauung, die Durchblutung, unsere Gehirnfunktionen. Wir müssen ja dabei denken, wenn wir etwa Angst haben, ist ja nur ein ganz kleiner Teil in unserem Hirn so richtig aktiv. Und andere Bereiche werden geradezu aufs Abstellgleis geschalten. Und dann ändert sich das ganze Hormonsystem. Wir haben dann eine Flut von Stresshormonen, die uns zu schaffen macht. Und was passiert mit dem Immunsystem? Das Immunsystem wird quasi immer mehr
an die Seite geschoben. Warum? Weil Stress ist ja ein ureigener Mechanismus in uns bei Lebensgefahr. Wenn wir in irgendeiner echten Lebensbedrohung stehen, dann müssen wir reagieren. Also diese alten Reflexe kennen wir, Flucht oder Kampf oder Todstellreflex. Nur, wenn das jetzt ein paar Minuten oder von mir aus ein paar Stunden dauert, überstehen wir diese Stressmomente relativ gut. Aber wenn wir uns vorstellen, wir sind wochenlang, monatelang und es gibt so viele Menschen, die noch jahrelang unter einem riesigen Stress stehen und wenn der noch mit Angst mache, dann ist das für einen gesunden Organismus nicht mehr auszuhalten und er schaltet dann immer mehr auf Schwäche. Das heißt, unsere Abwehrzellen, diese T-Killer-Zellen und viele andere Mechanismen werden in Wirklichkeit massiv eingebremst. Und das macht uns anfälliger für Krankheiten. Also wir können ruhig sagen, alles, was uns unnötigerweise Angst macht, ist weitaus schlimmer als alle möglichen Mikroerreger. Weil die Mikroerreger werden in üblicher Weise von einem gesunden Organismus erkannt und bei einer richtigen Lebensführung auch abgewehrt. Natürlich macht das auch oft Symptome. Wir entwickeln Fieber, wir entwickeln diverseste Krankheitssymptome, aber das sind ja nicht Krankheiten, um uns jetzt praktisch völlig aus der Bahn zu werfen, sondern um uns so schnell wie möglich wieder von diesen störenden Informationen zu befreien. Weil wenn wir zum Beispiel von Viren reden, das sind ja keine eigenen Lebewesen, wir sind ständig umgeben von denen, haben sie auch in uns und der Organismus ist immer herausgefordert, auf die eine Antwort zu geben. Okay, das heißt eigentlich, die beste Medizin jetzt in der derzeitigen Situation gegen das Virus wäre ja jetzt in Wahrheit keine Angst davor zu haben, ja? Und ruhig zu sein. Das heißt jetzt nicht, keine Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und leichtsinnig zu sein, das wahrscheinlich nicht, aber einfach keine Angst und keinen Stress zu entwickeln dem Zusammenhang. Vorsicht ist völlig okay. Also ich würde sagen, wenn zum Beispiel eine neue Welle auf uns zukommt, halte ich es sehr vernünftig, zum Beispiel gewisse Massenveranstaltungen zu meiden. Vor allem dann, wenn ich selber weiß, mein Körper ist anfällig für derartige Erkrankungen. Aber man könnte sich, wenn ich sage, wie stärke ich mein Immunsystem als Einzelner? Als erstes würde ich sagen, es beginnt immer mit dem Schritt, dass ich meine Gesundheit selbst in die Hand nehme. Dass ich sage, wer ist verantwortlich für mich und für mein Wohlergehen? Ist es ein System? Ist es irgendeine Versicherung? Ist es der Gesundheitsminister? Ist es jetzt ein bisschen spitz formuliert die Regierung? Nein, ich bin verantwortlich für mich. Und dann setze ich mich nieder und sage, was kann ich tun, um mich zu stärken? Wie kann ich mein Leben, meine Lebensführung dahingehend sinnvoll beeinflussen, dass ich stärker da bin? Und da würde ich immer wieder dazu aufrufen und sagen, worauf richtet man die Aufmerksamkeit? Richtet man die Aufmerksamkeit auf die Stärke und auf die Gesundheit? Oder befassen wir uns, und das ist für einen Laien ja völlig, finde ich unsinnig, uns jetzt mit den Viren zu beschäftigen. Mhm. Dazu gibt es die Virologen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, die Virologen sind keine Praktiker. Mhm. Die Praktiker wissen, wie es den Menschen geht und können Auskunft geben und können die Menschen auch beraten, was sie zu tun haben, um ihre Situation wirklich bestmöglich auch in so einer Krisenzeit zu bewerkstelligen. Und da gehören viele Dinge dazu. Zum Beispiel, ausreichend Schlaf, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und ganz wichtig, wenn es sich zum Beispiel um eine Welle handelt wie jetzt, was ja primär die Atemwege betrifft, besonderes Augenmerk auf eine gute, tiefe Atmung zu legen, auf eine freie Atmung. Wir hören da immer von diesen Maskenzwängen. Ich halte das nicht sehr sinnvoll, weil die freie Atmung ist eine der wichtigsten Funktionen, die wir überhaupt zur Verfügung haben, die tiefe Atmung. Aus mehrerlei Sicht. Erstens, wir kriegen Sauerstoff, wir durchlüften sozusagen die Atemwege und wir haben ja auch ein Flimmerepithel in den Atemwegen und das ist dazu da, dass alle Fremdstoffe
Und die Viren kommen ja oft nicht allein. Die kommen mit verschiedenen Partikelchen, dass wir die wieder raushusten können. Und wenn wir da die Maske haben, bilden wir oft regelrecht ein Milieu, dass das zurückgehalten würde. Ja? Noch dazu sind zum Beispiel Viren ja so winzig, dass die schon Schlupflöcher finden. Und die sind ja überall vorhanden. Also tiefe Atmung zum Beispiel besonders, besonders wertvoll in einer möglichst sauberen Luft, dass wir in unsere wunderschönen Wälder gehen, in die Natur gehen und dort tief durchatmen und uns einfach so richtig aufladen, nicht nur mit Sauerstoff, denn eine tiefe Atmung erzeugt in uns auch ein gutes Gefühl, ein Gefühl der Kraft und auch ein Gefühl der Sicherheit. Und das ist natürlich der gesunde Gegenpol zur Angst. Je mehr Sicherheit ich habe und gewinne, desto mehr bin ich dann gefeit vor allen möglichen Gefahren. Da sind wir aber jetzt an einem sehr interessanten Punkt, denn wenn Sie sagen, dass die Eigenverantwortung, wir sind selbst verantwortlich für unsere Gesundheit, dann ist das ja genau diametral zu dem, was die Regierung uns mehr oder weniger ja aufoktroyiert, indem sie sagen, wir müssen alle über einen Kamm geschoren diesen gewissen Maßnahmen hier folgen. Und wir müssen Masken tragen, wir sollen uns zu Hause einsperren. Wo ist da die gute Luft? Wo ist eben die tiefe Atmung? Und Sicherheit vermittelt das ja auch nicht. Und wenn, es ist auch eine trügerische Sicherheit, denn ich denke ja auch, das Immunsystem muss ja auch trainiert werden. Wenn das nicht gefordert ist, dann legt sich's auf die faule Haut. Und wenn ich jetzt immer nur mit in komplett desinfizierten und keimfreien Wohnungen mich befinde, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich von irgendwas erwischt, sobald ich rausgehe. Ja. Da kann ich Ihnen voll zustimmen. Weil wenn uns Glauben gemacht wird, dass wir in einer sterilen Welt überleben könnten, ist das ein ganz, ganz fataler Irrtum. Wir leben in einer Welt voller Lebewesen. Und wir haben auch die Einrichtungen mit diesen Lebewesen und mit diesen Störfaktoren, wenn man das so nennt, zurande zu kommen. Und es ist ganz wichtig, dass wir es trainieren. Zum Beispiel, wie ziehen wir uns an? Wenn wir uns schon im September anziehen, als hätten wir minus 20 Grad, wäre das nicht sehr sinnvoll. Und es ist noch eine andere Komponente, die Sie hier angesprochen haben. Wir brauchen, um wirklich uns gesund entwickeln zu können, ein gesundes soziales Klima. Und das fehlt uns jetzt seit Monaten. Wenn wir rundum schauen, die Menschen werden verdächtigt, überwacht, die Menschen werden geradezu mit Beschuldigungen, wenn jemand einen positiven Test hat, werden die dann wirklich geradezu in ein schlechtes Gewissen gedrängt. Und das, auch Schuldgefühle, machen in uns einen enormen Stress. Und wieder sind wir beim Stress. Angst macht wilden Stress, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, Schamgefühle und all diese negativen Emotionen bewirken, dass wir uns nicht gesund entfalten können. Und alle von uns merken, selbst die, die das Ganze nicht bis ins Detail überlauern, in einem Klima der Halbwahrheiten und der Unwahrheiten spürt jeder von uns, dass da irgendetwas nicht stimmt. Denn es gibt jetzt, wenn wir in der Bevölkerung so vielleicht eine Umfrage machen würden, kaum jemand den Krisen kalt lassen. Ja, jeder ist in irgendeiner Weise betroffen, auch wenn man gesund ist. Ja? Und diese Unsicherheit, das ist eigentlich das Konträre zu einem gesunden Immunsystem und ist das Konträre zu einem Wohlbefinden. Und das muss uns klar werden. Wenn wir das mehr uns selber beibringen und dann uns als Gesellschaft beibringen, dann ist das wichtiger als einzelne medizinische Maßnahmen. Und natürlich, die medizinischen Maßnahmen sind wichtig für Notfälle. Und da sind wir ja in Österreich in einer sehr glücklichen Lage, dass wir gute Einrichtungen haben, gute Spitäler, gute Fachleute, gute Ärzte, gutes Pflegepersonal. Da dürfen wir ja stolz drauf sein, wenn wir es vergleichen. Ich kenne auch die Situationen in anderen europäischen Ländern. Also da sind wir tatsächlich an der Spitze. Aber nochmal, die Gesundheit liegt
bei uns selber. Mhm. Und die müssen wir ergreifen. Das heißt, ich betone auch die Selbstbestimmung. Mhm. Und ich glaube, dass wir Ärzte mehr aufgerufen sind, den Menschen Hilfestellungen zu geben, Unterstützungen zu geben. Ich mache das, soweit ich kann, natürlich auch in meiner Praxis jeden Tag, dass ich den Leuten nicht nur irgendwas verschreibe, sondern ihnen auch dabei helfe, wie können sie ihre Gesundheit stärken. Und ich mache das in diversen Vorträgen und Seminaren und auch in meinen Büchern und in meinen Online-Darstellungen, wo ich zum Beispiel ein Stressprogramm entwickelt habe, wo die Menschen die Werkzeuge in die Hand bekommen, um ihren Dauerstress immer besser loszuwerden. Der erste Schritt ist immer, sich die Dinge bewusst zu machen. Wo stehe ich? Was läuft da eigentlich in meinem Leben? Was läuft da nicht richtig? Tut mir das gut, wie ich lebe? Lebe ich in der richtigen Partnerschaft? Lebe ich am richtigen Platz in der Arbeit? All diese Dinge sich mal bewusst machen. Und was kann ich dann ändern? Und das kann man auch wirklich den Menschen im Sinne einer präventiven Sicht nahebringen, sodass sie sich besser schützen lernen. Und für den Fall des Falles, und das wird auch in unseren Medien oft so gar nicht erwähnt oder fast ein bisschen belächelt, es gibt ja auch so viele Methoden der Naturmedizin und einer naturgerechten und menschenwürdigen Medizin. Ich verwende recht gerne die Homöopathie und das jetzt wirklich seit 37 Jahren, seit meine Tochter auf der Welt ist. Ja? Und diese Medizin ist so wertvoll, wir brauchen nicht immer gefährliche Maßnahmen, um Menschen zu helfen. Das ist ganz wichtig, dass wir das weitergeben, weil dann wird mit einer richtigen Information wird die Angst sukzessive kleiner werden und wir werden sehen, wofür soll man es helfen? Wenn wir krank werden, gibt es Hilfen. Okay. Jeder von uns kann mal krank werden, natürlich, aber es gibt Hilfen. Ja? Und besser ist es, die Gesundheit so früh wie möglich zu stärken, dass wir gar nicht krank werden. Und auch werden uns oft tatsächlich so, ich sage, falsche Darstellungen geliefert. Jetzt heißt es immer, die alten Menschen sind in erster Linie die gefährdete Gruppe. Ich kann das aus meiner Erfahrung nicht unterstreichen. Ich habe in meiner Praxis eine große Gruppe von sehr alten Menschen, die weit jenseits der 90 sind. Und die sind in hervorragender Verfassung. Und nicht nur, weil sie bei mir sind, muss ich ehrlich zugeben, sondern weil sie eine Lebensführung praktizieren, die gesund ist. Sie haben eine positive Einstellung, sie nehmen am Leben aktiv teil, sie haben soziale Kontakte. Das ist ganz wichtig. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen die Kontakte, wir brauchen auch die Berührungen. Was brauchen die alten, einsamen Menschen? Die brauchen die Besuche, die brauchen die Ansprache, die brauchen oft auch die berühmten Streicheleinheiten. All das stärkt auch unser Immunsystem. Und das können wir nicht oft genug betonen. Das heißt, es ist eigentlich, der Weg wäre, oder der Weg der Vorsorgemedizin, wenn man so will, wäre der, dafür zu sorgen, dass man so lebt, dass man gar nicht krank wird. Also dass ich in meinem täglichen Leben so mit mir umgehe, dass ich also möglichst gesund bleibe. Und das ist einmal vornehmlich darauf zu achten, dass ich keinen Stress habe. Stress entsteht durch Angst, Unsicherheit, wie schon besprochen, auch durch alles eigentlich, womit man sich schlecht fühlt, könnte man ja sagen. Ja? Alles, womit man sich nicht wohlfühlt, das macht eigentlich Stress. Und das ist zuständig dafür, dass man dann eben anfällig wird, weil das Immunsystem schwächt. Zusätzlich dann auch noch irgendwelche Vorerkrankungen, die man eben schon hat und vielleicht eben auch Medikamente nimmt, die dann ebenfalls das Immunsystem noch schwächen. Das sind dann die Leute, die dann tatsächlich schwer krank werden. Also jetzt nur noch mal zusammenzufassen. Ja. Und das sind dann aber die, wenn sie erkrankt sind, dann wird denen auch in Krankenhäusern und von Medizinern geholfen. Die Sorge braucht man also auch nicht zu haben, dass das nicht passiert. Selbstverständlich. Genau. Dafür sind wir ausgebildet. Mhm. Und da haben wir die speziellen Kliniken. Und ich sage nochmal, wir können froh sein, dass wir in Österreich leben, dass wir diese Einrichtungen haben. Und da gibt es die Kapazitäten dazu.
Das heißt, hier eigentlich jetzt gesunde Menschen in Panik und Angst und Schrecken zu versetzen und gesunde Menschen zu testen, ob da irgendein Viruspartikel sich in der Nasenschleimhaut befindet, ist eigentlich kontraproduktiv. Beim Thema Angstmache fällt mir immer ein Ausspruch eines meiner alten Lehrer ein, der uns, er lebt schon lange nicht mehr, aber der hat uns gesagt, immer geben Sie Acht. Passen Sie auf, wer Ihnen Angst macht. Gehen Sie diesen Menschen, die Ihnen Angst machen, möglichst aus dem Weg. Denn selten haben diese Leute eine gute Absicht mit Ihnen. Und heute muss man ehrlich so sagen, wir haben so viele wertvolle Methoden in der Medizin und ich bin der vollen Überzeugung, obwohl ich die Komplementär- und Alternativmedizin auch sehr schätze, wir brauchen alle Methoden. Nur ein großes Problem unserer Gegenwart ist es, dass die Medizin auch in den Griff der Industrie gekommen ist. Das heißt, wenn irgendwo neue Krankheiten oder sprich wie jetzt ein neues Virus oder irgendwas auftaucht, da lauern schon an sehr vielen Stellen, ist damit Geschäft zu machen. Und davor sollten wir uns auch hüten, weil Geschäfte machen ist okay, aber muss das mit unserer Gesundheit geschehen? Das ist für mich ein sehr großes Fragezeichen. Naja, wenn es hilft, dann, ich sage immer, wer heilt, hat recht. Ja. Aber im Endeffekt dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, da sind wir irgendwo wiederum beim Immunsystem in Wahrheit auch, ja. Es ist der Körper, der sich heilt. Ja, denn wenn ich mich jetzt schneide, dann kann man zwar das gut desinfizieren und dann vielleicht auch nähen, ja, dass ja. das gut heilen kann, aber zusammenwachsen lässt es dann schon der Körper und nicht die Medizin, die ich nehme und auch nicht das Genete. Ja. Und wir haben immer, ein bisschen wird uns vermittelt oder wir haben sehr gerne den Eindruck, dass es die Medizin ist, die mich gesund macht. Aber in Wahrheit kann ja die Medizin nur den Heilungsprozess des Körpers unterstützen und nicht mehr, oder? Die beste Medizin und die modernsten Errungenschaften können nur eine Brückenbildung darstellen, eine Hilfe. Weil, wie Sie richtig sagen, im Körper drinnen ist die Fähigkeit der Heilung, ist die Fähigkeit zur Reparatur. Sonst würden wir, also ich behaupte, nicht mal 24 oder 48 Stunden überleben, weil das Leben auf diesem Planeten ist gefährlich. Ja? Wir brauchen nur um die Ecke gehen, wenn wir einen Unfall haben. Und wenn wir da diese Fähigkeit zur Selbstregulation und zur Selbstheilung nicht in unserem Organismus drinnen, die Menschheit hätte schon lange nicht überleben, wäre schon ausgestorben. Und dasselbe beobachten wir auch in der Pflanzenwelt und in der Tierwelt im Besonderen auch. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir uns mehr wieder besinnen auf, ich sage, auf die Naturgesetze und auch auf eine Achtung. Auf eine Achtung vor dem Leben, vor der Schöpfung, vor den Gesetzen auf dieser Welt, in unserem gesamten Kosmos. Dass wir nicht immer glauben, wenn wir moderne Errungenschaften, damit können wir alles machen. Damit können wir alles unterordnen, irgendwelchen technischen, heute hört man so viel, da gibt es dieses Contact Tracing und all dieses Zeug. Kann im Einzelfall vielleicht durchaus dienlich sein, aber das jetzt über alles zu stellen. Die Schöpfung hat eine Intelligenz in uns eingebaut und das spüren wir tagtäglich. Ich sage sogar, je mehr ein Arzt oder ein Biologe Einblick hat in das Geschehen, wir freuen uns, wenn ein Kind auf die Welt kommt, aber wir freuen uns auch, wenn ein Schwerkranker wieder gesund wird. Und dieses Bewusstsein dürfen wir wieder stärken, weil wir sind oft so geradezu in der heutigen Zeit arrogant geworden, überheblich. Wir können da alles machen. Da gibt es Impfungen und da gibt es dieses oder jedes Medikament. Wir müssen da wieder mehr Besonnenheit, mehr Augenmaß, mehr Feingefühl und wieder nochmal Schöpfung und Achtung und Respekt vor der Schöpfung zeigen. Dann wird es uns gelingen, wirklich unserem gesamten Gesundheitszustand in ein ganz anderes und in ein helleres Licht zu stellen, als es bisher der Fall war. Ja, es ist sehr interessant, was Sie sagen, eben auch diese Arroganz, mit der die Menschheit dem Leben begegnet, glaube ich, entspringt doch sehr, sehr stark der Meinung,
eine Irrmeinung ist, dass man alles unter Kontrolle hätte. Ja. Wir sind also heute dort, dass wir immer glauben, wir können alles kontrollieren. Ja. Und ich glaube, daraus resultiert dann auch wieder eine Angst, nämlich die Angst vor dem Sterben. Denn diese Endlichkeit, mit der beschäftigt man uns nicht gerne. Ja. Weil das haben wir eben genau nicht unter Kontrolle. Ja. Und wir wissen aber alle, es wird uns irgendwann da rennen und irgendwann wird es passieren. Ja. Irgendwann aber müssen wir gehen. Aber wir wollen es nicht haben. Ja. Und ich glaube, das ist ebenfalls ein Thema, mit dem man sich auch ethisch auseinandersetzen muss, einfach mit der eigenen Endlichkeit und dass das ebenso in Ordnung und ganz natürlich ist und eben kein Schreckgespenst. Ja. Und ich glaube, das würde der Gesellschaft wahrscheinlich auch gut tun, hier das zu ein bisschen zu entmystifizieren. Richtig. In unserer Kultur wird der Tod und das Sterben und so meistens ausgeklammert. Darüber spricht man nicht. Ja? Dabei ist es der natürliche Abschied. Und wenn wir möglichst in frühen Jahren mit dieser Tatsache, mit dieser Realität Frieden schließen, dann sagen wir, ja, eines Tages bin ich froh, dass ich gehen kann. Ich habe mein Bestes getan, das Bestmögliche aus meinem Leben gemacht. Ich versuche das zum Beispiel. Ich mache das Bestmögliche, privat und beruflich. Und natürlich machen wir Fehler. Natürlich machen wir Fehler. Aber diese Machbarkeit, dieses Kontrollsystem, das ist regelrecht, ich sage, das ist eine Krankheit unserer Zeit. Dieses System alles so zum Beispiel der digitalen Welt unterzuordnen, das finde ich, das ist die falsche Richtung. Und da sind wir wieder aufgerufen, uns zu erinnern, dass wir sagen, wir Menschen sind doch mehr. Wir sind nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen Zellen und Befunden und irgendwelchen Laborwerten oder medizinischen. Wir sind mehr. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt nicht nur Patienten und deren Heilungsverläufe oder auch Krankheitsverläufe studiere, dann gibt es immer wieder zwei Gruppen, die ich auch hier feststelle. Wenn jemand zum Beispiel eine schwere Diagnose bekommt bei einer Untersuchung, der eine wird sich mehr mit der Krankheit beschäftigen und sagen, welche Gefahren lauern da bei dieser Diagnose? Und die zweite Gruppe beschäftigt sich mit Lösungsmöglichkeiten. Wo gibt es ja Hilfe? Na, wer ist besser dran? Die zweite Gruppe, weil die sucht Lösungen und die ist in einer lebensbejahenden inneren Einstellung. Und das sind auch die Menschen, die viel bessere Chancen haben, größere Krisen und schwerere Erkrankungen und alles Mögliche bestmöglich zu überstehen. Ich sage, meine Patienten zum Beispiel sind meine besten Lehrer gewesen. Weil wenn ich zum Beispiel, ich erinnere mich da an eine Patientin, die drei verschiedene Krebserkrankungen im Lauf ihres Lebens gehabt hat, alle wunderbar überlebt hat. Und das hat mich als Arzt natürlich interessiert. Wie hat die das gemacht? Das lernen wir nicht auf den Universitäten. Auf den Universitäten lernen wir in unserer medizinischen Ausbildung, auf den Med-Unis, die Krankheiten. Sie zu differenzieren, sie zu diagnostizieren und dann verschiedene Therapiekonzepte. Ist okay. Aber wir haben nie eine Sprechstunde gehabt, eine Lehrsprechstunde. Was tun wir, um die Gesundheit zu stärken? Und ich glaube, das wird immer wichtiger in der Zukunft zu sein, dass wir uns rückbesinnen, aber auch gleichzeitig mit einer, möchte ich sagen, umfassenden, ganzheitlichen Wissenschaft die Errungenschaften einbauen, um uns ein besseres, auch soziales Klima im Sinne einer besseren Volksgesundheit zu ermöglichen. Ja, auch hier die Krankheit nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Menschen eigentlich, der halt an etwas erkrankt ist. Und ich denke auch, in dem Maße ich jetzt mich mit der Krankheit beschäftige, gebe ich ihr ja auch Raum. Ne? Genau. Und das ist ja, und damit ist sie Realität. In dem Maße ich mich mit dem Gesundwerden beschäftige, ist das dann eher Fakt als die Erkrankung. Ja, das führt ja beinahe schon in die moderne Physik, wo es heißt, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Die Energie geht dorthin, wo ich meinen Fokus hinlenke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Fokus nur auf das Virus lenke, dann wird die Energie dieser ganzen Virusgeschichte immer mehr Fuß fassen können. Wenn ich aber sage, was kann ich tun?
kann ich mich vielleicht anders ernähren? Und ruhig auch mal von erfahrenen Ärzten ein paar Tipps geben zu lassen, was ich ja auch in den jungen Jahren gemacht habe. Was braucht man zum Beispiel so als Hilfe, als Prophylaxe? Jeder von uns kann in solchen Grippe- und in solchen Virusepidemiezeiten mal einen Check machen. Wie steht's mit meinen Spurenelementen? Wie steht's mit meiner Vitaminversorgung? Da brauchen wir zum Beispiel alle in dieser kalten Jahreszeit einen sehr hohen Vitamin-D-Spiegel, Vitamin-D3-Spiegel, gut versorgt mit Vitamin C sind wir zum Beispiel, aber viele vergessen etwa auf die Spurenelemente. Zink ist zum Beispiel sehr wichtig, Kupfer, Selen, Mangan, all das brauchen die Zellen und auch die ganzen Systeme und auch das Immunsystem, um optimal funktionieren zu können. Und das kriegen wir ja in Wahrheit aus industriell gefertigter Nahrung ja eher nicht mehr. Ne? Das ist, kriegen wir oft zu wenig. Ja. Weil wir ja auch unsere Nahrung oft eben fast recycelt zu uns nehmen. Ja? Die Junkfood essen, die haben das sowieso, aber nicht nur die. Wir sollten dorthin schauen. Und da bringt uns eine umfassende Forschung natürlich wertvolle Hinweise. Und die dürfen wir durchaus einbauen. Das heißt, ist es hier dann sinnvoll, genau in dieser Grippezeit sich dann Nahrungsmittelergänzer zuzuführen und hier... Wenn es sich ableiten lässt, ja, aus entsprechenden Laborbefunden, ja. Das heißt, manche wissen, die haben im Winter überhaupt Menschen, wenn man sagt, so der typische Mittel- und Nordeuropäer, hat zumindest im Winter meistens ein Absinken von Vitamin D3. Man nennt sie auch das Sonnenvitamin. Ja? Und da macht es durchaus Sinn, das ein bisschen aufzufüttern in dieser Jahreszeit und schon rechtzeitig damit beginnen. Weil was machen wir heute? Wenn wir zwar in die Sonne gehen, da kommt dann der Sunblocker drauf und dann haben wir zu wenig Vitamin D3-Bildung. Und tatsächlich, ich stelle immer mehr fest, wenn ich mir die Laborbefunde von den Leuten anschaue, fast alle sind in diesen Bereichen zu niedrig. Ja? Und das ist oft wichtiger, als zu warten auf irgendein nicht immer harmloses Medikament. Ja? Weil das ist ja so, viele Medikamente und auch viele Impfungen bergen ja immense Gefahren. Das wird oft vergessen. Und leider wird in meiner Kollegenschaft zum Beispiel zu wenig Aufklärung betrieben, welche Gefahren da lauern. Und das müssen die Leute wissen. Ja? Und wenn ich Vitamine und Spurenelemente rechtzeitig einsetze, sinnvoll einsetze, nicht alles kaufe, was mir angeboten wird, das wird wieder in die andere Richtung führen, sondern sinnvoll einsetze, dann tue ich natürlich auch was Gutes. Und ich sage immer, unser Gehirn, unser Nervensystem, aber auch das Immunsystem hat gern, ich sage, eine heitere Stimmung. Das vergessen wir oft. Wenn wir immer nur warten, wie sind die neuen Zahlen, wie viel sind neu erkrankt, wie viel sind gestorben, wie viel sind auf den Intensivstationen, da muss ich sagen, als Einzelner, der ich gesund bin, geht mich das was an? Das geht mich nichts an. Ja? Das geht die Spitalsmanager etwas an und die Leute, die damit beschäftigt sind und die Ärzte und das Personal, die müssen das natürlich wissen, weil das Management es dann anders auslegen muss. Aber der Einzelne soll sich lieber kümmern, was kann ich tun? Kann ich wieder am Leben in einer Lebensfreude, in einer Heiterkeit? Also wieder, das soziale Klima ist so sehr wichtig. Habe ich wieder Spaß? Spaß gibt uns diese Wohlfühlhormone im Körper, weil wir wissen, jedes Gefühl entspricht ja auch tatsächlich einer bestimmten chemischen Zusammensetzung. Das wurde jedes einzelne Gefühl entspricht einem bestimmten Eiweißkörper, kann man sagen, in unserem Körper. Da gibt es tolle Errungenschaften von zum Beispiel von der Frau Professor Candice Bird, die ein sensationelles Buch geschrieben hat vor Jahren, Moleküle der Gefühle. Und da sehen wir, das sind keine Hirngespinste, unsere Stimmungen. Da tut sich was im Körper. Und es ist wichtig, dass wir auf eine gute Laune, auf eine gute Stimmung auch achten. Auch das gehört zum Immunsystem.
Das ist aber jetzt genau auch in Lockdown-Zeiten natürlich sehr schwierig, wo man jetzt sozial isoliert ist und wo man eigentlich immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich mit jemandem trifft und man fragt, ist das jetzt die eine nahestehende Person, die ich treffen darf oder nicht? Ja, ich habe in einer meiner Bücher ein eigenes Kapitel zum schlechten Gewissen geschrieben. Und ich sage, also die Grundaussage ist, schlechtes Gewissen ist schlecht. Es tut uns nicht gut. Wenn ich ein ordentliches Leben führe, ich sage, ein Selbstverantwortung und wirklich ein ordentlicher Mensch bin, ein guter Mensch, der nichts anstellt, jetzt mal so übertrieben gesprochen, wozu brauche ich dann ein schlechtes Gewissen haben? Ja, das Ganze, wenn uns Schuld und Angst und schlechtes Gewissen eingeredet wird, ist das mit Sicherheit nicht gesund. Und das müssen wir den Leuten, die das tun, auch mal sagen, ihr macht da etwas, was nicht in Ordnung ist. Hört's auf damit. Hört's auf damit. Das ist kontraproduktiv. Ja. Vielleicht sind die selber in Angst. Wir müssen sie fragen. Kann durchaus sein. Jeder von uns ist Mensch. Und ich erinnere mich auch an die Zeit, wo ich Pathologie gelernt habe. Und da lernt man ja genau die Symptome der diversen. Jeder von uns hat irgendwo ein Zwicken und Zwacken gehabt und sich vielleicht alle möglichen Krankheiten eingebildet. Wir alle sind Menschen und lassen uns blöderweise tatsächlich oft unnötig manipulieren. Und da heißt es aufwachen. Aufwachen. Ja? Und Austausch betreiben und sagen, hey, was geht es da wirklich? Und auch hier dafür die Selbstverantwortung übernehmen. Ja? Unbedingt. Auch für die eigene Laune, für die eigene Stimmung und das eigene Wohlbefinden. Ja, genau. Wahrheit, und ich kann auch, wenn ich zu Hause allein bin, ich kann entscheiden, womit beschäftige ich mich? Mit der Krise oder vielleicht mit einem lustigen Programm? Ja? Und wen treffe ich, wenn ich schon treffe? Jemand, der mir nur seinen Kummer und seine Sorgen erzählt? Ja, das hat man in der Praxis. Aber ich mache es zum Beispiel so, in meiner Praxis wird oft gelacht, weil ich sage, ein bisschen Spaß gehört zum Tag. Charlie Chaplin hat das ja gesagt. Der Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Ein sehr weiser Mann gewesen. Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, da fehlen mir jetzt eigentlich die Worte. Es ist wirklich, also mehr oder weniger, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, so nach dem Motto. Nicht nur. Ich sage, wir sollen uns, glaube ich, wieder besinnen und mehr auf uns selbst, aber auch auf ein sinnvolles Miteinander. Ich verstehe zum Beispiel, wenn ich als Arzt in meiner Praxis tätig bin, nicht so die Rolle des Onkel Doktors, der den Leuten sagt, das darfst du nicht tun und das musst du tun und das musst du einnehmen. Mit einem modernen Ausdruck nennen wir das ja Compliance. Dass die Leute ja das tun, was. Ich will das Gegenteil. Ich will ihm helfen, seine Stärken noch besser einzusetzen als bisher. Und ich will die Leute auch ermuntern, an den Schwächen zu arbeiten. Zum Beispiel hat man in Amerika und auch in Kanada, in den Vereinigten Staaten und in Kanada festgestellt, dass Übergewichtige und sehr passive Menschen, die wenig Bewegung machen, natürlich auch in diversen Epidemien gefährdeter sind. Schlimmer zu sagen. Macht Sinn. Ist klar, die bewegen sich. Das sind diese typischen Couch-Potatoes. Und ich sage, geht's lieber raus. Im Wald braucht es keine Maske, geht es dorthin, atmet es tief durch. Das ist oft wirklich ein ganz, ganz wertvoller Beitrag zu meiner eigenen Gesundheit. Ja? Und was kann man jetzt eigentlich tun, um das so ein bisschen in die Breite zu bekommen? Weil, wie gesagt, Regierungen und Wirtschaftssysteme arbeiten ja sichtlich eher in die andere Richtung. Ja. Wie kann man das jetzt gesellschaftlich oder aus einer Vogelperspektive betrachtet? Was wäre da ein Ansatz? Die Devise heißt Information und gute Informationen unter die Leute bringen. Das machen wir jetzt auch. Und Austausch betreiben und den Leuten auch wieder vermitteln, okay, es ist eine Krise, aber wir schaffen das, gemeinsam schaffen wir das. Erinnern wir uns, die Leute, wenn wir denken an unsere Eltern und Großeltern, Österreich, Deutschland, Mitteleuropa lag in Schutt und Asche, die haben es geschafft. Das war doch schlimmer als die. Also das heißt jetzt nicht leichtsinnig sein. Sie haben das ja vorhin erwähnt, leichtsinnig wäre ein bisschen dumm und naiv, aber Vorsicht in einer klugen, ich sage, zu einer guten Einstellung, mit der Gesundheit umzugehen, ist es immer so eine Mischung
genügend Hausverstand walten zu lassen, aber auch so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl und sich selber immer fragen, ist das gut für mich, was da gesagt wird? Oder ist es eher beklemmend, einschränkend? Ja? Alles, was uns beklemmt, was unsere Freiheit mehr und mehr einschränkt, ist auf lange Sicht nicht nur unangenehm, sondern gesundheitsschädlich. Ja? Wir brauchen nur in die Tierwelt schauen. Ein Tier, das in Gefangenschaft lebt, lebt nicht gesund. Das ist viel eher anfällig auf Erkrankungen und alle möglichen Schwierigkeiten, ja, als ein Tier in der freien Wildbahn. Dort hat es zwar die Gefahren, ja, die Gefahren der Wildnis, aber es ist gesund. Ja. Und das sollten wir uns rückbesinnen. Wir sagen, für welches Leben sind wir geschaffen? Für ein Leben der Manipulation und der Bevormundung? Nein, wir sind freiheitsliebende Menschen und wir werden unsere Freiheiten auch wieder mehr beachten müssen. Unsere Grundrechte wieder in den Vordergrund stellen. Das gehört jetzt, es sind jetzt Bereiche der Volksgesundheit. Unsere Grundrechte achten und sie auch leben. Und uns auch erinnern, Demokratie ist nicht nur der Akt der Wahlen. Und dann 4 Jahre warten, wie arbeiten die? Ich glaube, unsere Demokratie braucht auch Reformen. Dass wir sagen, Regierungen und auch unsere Parlamentarier, das sind in Wirklichkeit unsere Angestellten. Wir sind das Volk und wir beauftragen Menschen, von denen wir erwarten, dass sie es gut und im Sinne der Verfassung machen. Und wir passen sehr gut auf, ob das ist. Und das gehört für mich auch zu einem Gesundheitsverständnis dazu. Und was derzeit passiert, muss man sehr nachdenken und muss man auch manchmal auch sich äußern dazu. Zur Entschuldigung könnte man sagen, wir haben derzeit viele Menschen auch in Tätigkeit und beauftragt mit sehr wichtigen, verantwortungsvollen Aufgaben, die Erfahrung nicht mitbringen. Ja? Nicht nur in Österreich, da braucht man nicht weit schauen. Aber wir denken, dass wir es gemeinsam schaffen können, durch Aufklärung, durch ein menschenfreundliches Miteinander und Lebensmut und sagen, hey, packen wir es gemeinsam an. Ja. Und das erste Anzeichen, wo wir als Gesellschaft immer wieder aufgerufen sind, aufzustehen, ist, wenn unsere Meinungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wird. Das ist ein Vergehen. Und das passiert jetzt laufend in unseren Ländern hier, in Mitteleuropa und in anderen Ländern sich aus. Aber hier haben wir auch, aber hier haben wir einen regen Austausch mit den Kollegen in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in Italien, Kollegen auch in Italien. Diese Einschränkung, ja, das ist etwas, was wir wieder abschaffen müssen und abschaffen werden, wenn wir gesund leben wollen. Zweifellos. Ja, also dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für dieses wirklich, wirklich spannende Gespräch. Ich bin also wirklich jetzt sehr beseelt und auch positiv motiviert. Ja. Ich denke, das soll man. Wir dürfen uns alle gegenseitig und miteinander, wir dürfen uns beistehen in der Krise. Und natürlich, wenn wir, wie wir damals die ersten Nachrichten von einer Krise, sind wir alle mal im Keller mit der Stimmung, wir dürfen uns aufmuntern und das wollen wir weitergeben. Das ist sehr schön. Das wollen wir weitergeben. Ja. Wir schaffen es. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Ja, dann vielen Dank für dieses Gespräch. An alle Zuseher, auch ein Dankeschön fürs Zuschauen und ich freue mich auf nächstes Mal. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.